unglaublich böse. Nein, es ist nicht trocken, es ist nicht dürr, sondern es ist einfach erstaunlich. Und man sieht, dass die Weine des Landes ist einfach nur begeistert. Kennen Sie das erlebt auch? Haben Sie das auch erlebt, wenn Leute, die das Land nicht kannten, erstmal total erstaunt waren von den Dingen, die das Land zu bieten hat? Ja, absolut. Das meine ich mit dem Beispiel zum Beispiel. Wenn man die Hirten sieht, die auf dieser Landstraße, die endlos erscheint, laufen. In Äthiopien gibt es Canyons, da sage ich, dass die Grand Canyons aus Amerika vergehen. Weil man einfach so weit sehen kann, ohne dass es bebaut ist, ohne dass es dass die Sicht verschärft ist. Ich sage wirklich, das sind Erlebnisse, das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Wie ein dieses Herz dabei aufgeht. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich dort geboren bin, sondern das weiß ich auch wirklich durch die Leute, die in Äthiopien sind. Die Erfahrung kann ich allerdings auch nur teilen. Wir sind erst vor kurzem mit einer Pressegruppe unterwegs gewesen und wir hatten 5 Minuten das Gefühl, im Amazonas zu sein, später dann kurz in der Wüste und dann wieder im Fichtengebirge und das alles auf einer Strecke von 6 Stunden Fahrt durch Äthiopien, das heißt allerdings 150 Kilometer so in etwa. Insofern ist es wirklich sehr, sehr differenziert. Es ist wirklich, man hat alles, was man sich eigentlich wünscht. Jedes Passende dabei. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wenn Sie nach Äthiopien gehen, heißt das sofort fliegen nach Addis Abeba oder inwiefern haben Sie auch die anderen Standorte, die anderen Highlights, die Sie jetzt erleben dürfen? Die meiste Zeit verbringe ich natürlich in Addis Abeba, aber ich habe auch die historische Reiseroute gemacht, die einfach grandios war. Das habe ich übrigens gemacht, weil ich sehr eifersüchtig auch einen Bekannten meiner Schwester war. Mein Vater hat ihn davor schon mal mit dieser Reise beglückt und dann dachte ich so, jetzt muss ich, man lernt sein Heimatland ja meistens selber nicht wirklich kennen und so habe ich meine Eltern auch wieder nachgezogen, mit uns das Reise zu machen. Und wenn man diese historische Reiseroute sieht, was packt und was man später zu bieten hat, und zwar auch so unterschiedlich. Einmal von den Bauten, von der Kultur, wir haben ja auch Christen und Moslems, die leben ja nun wirklich so friedlich nebeneinander und miteinander. Das nimmt man wahr, das bekommt man mit. Meine Liebste,